Beckenfresser Games präsentiert Let's Play Together Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Minecraft. Ich glaube, das Action ist jetzt noch mit drauf, ja. Scheiße! Gott, ich werf mein Diamantschwert schon weg. Lass mal zurückgehen, los. Ja, warte, ich möchte das Loch hier gerade nutzen, um einfach mal was loszuwerden, um mich zu trennen von meiner Vergangenheit und zu sagen, ciao. Ja, all dieses ganze Zeug, was ich nicht brauche. Oh, 18 Bones habe ich. Das ist gut, ne? Hier Flint zum Beispiel kann weg. Dirt ganz viel. Also ich schleppe auch so ein bisschen Scheiß mit mir rum. Ganz viel Gravel. Komm, brauchst du auch. Da ein Pfeil brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, solange wie du jetzt quatscht, kann ich kurz was essen. Ah, scheiße. Und haue dann aber mit vollem Mund raus, dass du den Gravel noch brauchst. Wozu das denn? Für Wege war ja auch nicht. Ein Gravel ist ja für Wege ideal. Ja, es war auch gar nicht der Gravel, den du vorhin gesucht hast, sondern der Kobbel. Genau, Kobbel. Kobbel ist wirklich gut und wichtig. Kennst du den Weg zurück? Naja, wir sind ja eigentlich nur in eine Richtung gelaufen, ne? Genau, ja, ich kenne jetzt. Ich habe hier meine Koordinaten. Okay, gut, dann folge ich dir. Was? Oh, Spinne-Zombie. Ja, kommt hier hin. Wir sind ein Haufen. Bam! Dings gerade. Oh, hab ich jetzt gerade eigentlich überhaupt zu Ende erzählt? Die geilste Szene oder eine der geilsten Szenen in Advent Children, als Cloud ankommt und auch Vincent da auf dem Platz plötzlich erscheint. Boah, du hast die ganzen Pfeile in den Beinen. Ja, ich hab die abgehalten, damit du sie nicht abkriegst. Boah, dankeschön. Das ist Cloud-Moral, wirklich. Sich zu opfern für seine Bekannten. Ja, komme ich jetzt eigentlich noch dazu, das zu erzählen? Nee, ne? Nee, dann lasse ich es auch. Mach doch einfach. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt ist es so schief gegangen. Ich fand übrigens Advent Children ganz okay, aber ich finde das, Final Fantasy VII einfach besser. Ja, also Advent Children ist natürlich auch ein Film. Und ja. Ich muss gestehen, ich fand ihn ziemlich geil. Vor allem vor dem Hintergrund, wie viele Spielverfilmungen schon in die Hose gegangen sind. Das auf jeden Fall, das war ja auch bei, also es war ja keine Spielverfilmung, aber überhaupt das ist ja der erste Final Fantasy Spirit Within. Das war ja zwar keine direkte Spielverfilmung, aber... Naja, aber sozusagen eine Verfilmung, die an ein Spiel oder eine Reihe angelehnt ist. Ja. The Spirits Within fand ich nicht überzeugend. Ich erinnere einen ganz alten Super Mario Film mit, ich glaube, Dennis Hopper in der Rolle des Bösewichts. Okay. kann man sich angucken, ist lustig, aber halt auch trashig. Ja, jetzt nichts, wo man sagt, ja geil, das knüpft an eine Qualität an, die das Mario Franchise hat oder so. Es gab auch mal, oh Gott. Ja, der ist diesen nass. Hier ist irgendwo ein Enderman. Ja, die sind nass, wenn es regnet, funktionieren die nicht, dann sind die kaputt. Hilfe, okay, dann sind die kaputt. Es gab auch eine mega trashige Mortal Kombat-Verfilmung. Aber die fand ich gar nicht so schlecht. Ja. Es gab mal einen Resident Evil-Film. Ich glaube, der hat... Der war gut. Den habe ich nicht gesehen, aber der soll ganz gut gewesen also, sein. Es gibt mehrere. Also der... es gibt halt so einen animierten Film, der ist sehr gut. Und dann gibt es auch mit... Ja. Ich glaube, ist das Mila Jovovich, die Hauptrolle da gespielt hat? Bei dem Resident Evil-Film? Ja, ich glaube schon. Der war auch ich okay. Ich glaube auch. Der war okay, aber die animierte Verfilmung war echt gut. Okay. Also der war klasse. Kann ich dir empfehlen, den anzugucken? Okay, mal schauen. Also ich habe im Moment echt gar keine Zeit, denn ich muss ja ständig Minecraft aufnehmen. Ja. Geht mir nicht. Bisschen Terraforming so im Gehen, weißt du? Achtung, Wasser kommt. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Bist du mir jetzt gefolgt? Ich bin hier, ganz genau. Ach da, durch den Regen ist man da irgendwie gar nicht so richtig so... Beieinander. Nicht together. Ich möchte jetzt auch schnellstmöglich zurückkommen. Ja, warte. Oh Gott, ich muss dir folgen, sonst bin ich verloren. Warte. Stellenweise ist Dynamic Light nicht so pralle. Weil jetzt bei Regen, man sieht halt dann kaum noch was. Ja, geht genug. Bist du da? Ich bin da, ja. Ich habe mir Advent Children damals importiert aus Großbritannien. Ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. In so einem geilen Metal Case war das.
Das aber es ist, glaube ich, in der Edition dann auch mal noch hier in Deutschland erschienen. Ich hatte es, aber ich habe es in der normalen Edition und ich habe es halt so ziemlich direkt nach Erscheinen zum Geburtstag bekommen, weil ich halt schon immer der Cloud war, ne? Und, na klar. Der Shinra Killer. Schenkt mir meine Freunde natürlich auch. Achtung! Ah, töten! Wow! Der geht. Wieso stirbt der nicht? Der hat bestimmt schon 5 Hits kassiert. Nee, 4. Wow! 4, okay. 4 von Metallschwertern und dann stirbt er. So, 3. Genau, zum Geburtstag gekriegt. Ja, ich habe es mir selbst gekauft für. Wow! Ich glaube, 30 Euro habe ich damals dafür ausgegeben. Wow! Gott, wie ist es hier denn los, sag mal? Ist extrem, ne? Ich hätte schon jetzt aus reiner Paranoia das Schwein angegriffen fast. Ja, 30 Euro damals, aber das war es mir einfach wert. Und ja. Auch im Nachhinein war es das dann wert, sozusagen. Das hat mich echt geflasht, dieser Film am Anfang. Denn da hat man mal gesehen, wie das im Spiel eigentlich sozusagen in Anführungszeichen real funktionieren kann. Mit den Substanzen, wie die in die Waffen eingefügt sind, wie die miteinander kämpfen. Ja. Vor allem auch, wie Cloud es schafft, gegen Feuerwaffen zu bestehen. Das ist die Szene in dem Wald, wo die Kinder entführt haben und er mit seinem, wie heißt es, Motorrad Fenritz oder so, irgendwie ja, eine Anspielung auf Wolf, da lang gefahren kommt. Super geil. Und dann natürlich der Sekiro-Auftritt am Ende. Wow. Der Kampf ist sogar das, wo ich mich noch am besten erinnere. Das ist echt schon. Ich hab die DVD hier, ich müsste ihn echt mal wieder angucken. Das ist echt schon so Good lange her. Loud. Das ist echt schon sehr, sehr lange her. Oh, ich sehe Lichter da hinten. Es ist gerade so unglaublich dunkel verregnet hier. Das macht keinen Spaß, gerade durchzuziehen. Ich hasse den Regen gerade. I was to sail the cosmos with this planet as my vessel, just as my mother did long ago. True. Wow. Ich verstehe kaum was bei Regen. Aber ja. Weil. Sehr schön. Also Sephiroth hat mich damals wahnsinnig beeindruckt in der Rolle und wie er aufgetreten ist und vor allem wie er sein Schwert benutzt hat. Super animiert. Okay, aber genug Advent Children. Wir sind zurück daheim. Hast wird aber auch Zeit. Ach doch, ich habe auch geguckt. Oh, ein Schwimmbassin. Gebraucht. Und jetzt folge ich dir einfach in die Höhle. So oh, Quatsch, endlich das, Ruhe. Aber ich komme doch noch mit in die Höhle. Oh, der Lärm hat mich jetzt schon gestresst, ey. So, ich habe auch ganz viel Zeugs mitgebracht. Das packe ich jetzt einfach mal in die Kisten. Oh, Kabel zum Beispiel. Ja, auch einmal. Kabel, Kabel, Kabel. Dirt, Dirt. Boah. So. Gut, gut. Das in den Ofen. Von Mobs. Habe ich irgendwas von Mobs dabei? Achtung, Achtung, Soundeffekt. Meine Tasse, die ich wieder abgestellt habe. Achso. Wow. Mhm. Ich bin. Haben wir noch genug Eisen? Ja. Alter, mach doch nicht die Sachen hier rein, die hier nicht reingehören. Ah, das ist doch dein Job. Ach, da ist Eisen. Au, haben wir viel Eisen. Ja. Jetzt ist nochmal was im Ofen. Sehr gut. Ich muss mich nämlich mal neu einkleiden. Das, was ich hier an... Wieso schon wieder? Sagtest du schon wieder? Also das, was ich hier anhab, das ist hart an der Grenze. Nee, habe ich jetzt schon wieder gesagt? Ich weiß nicht, jetzt ist endlich wieder Ruhe. Weil man versteht ja selber sein eigenes Wort nicht mehr, wenn es so regnet, ey. Da kann man sich auf nichts mehr konzentrieren. Na? Ich hasse das. Oder so. Ich mag es nicht besonders, sagen wir es so. Habe ich jetzt eigentlich die anderen Bücher hingepackt? Wir sind die anderen Bücher dran, okay. Warum ist denn da noch Wasser in dem Eimer? Wie? Achso, ja, das habe ich halt nicht rausgemacht. Ja, das nervt. Ist doch völlig wurscht. Kann man nicht stecken, wenn da Wasser drin ist hier. Ach so, stimmt, richtig. Ja, warte, dann muss ich das auch nochmal ausschütten gehen. Ich hab's jetzt in der Hand. Aber ich weiß nicht, wo ich's hinschütten soll. So, hab's ausgeschüttet. Wenn hier draußen ist. Nein, wieso ist denn jetzt hier Wasser überall? Hä? Das war ich. Warum? Scheiße, ich komm gar nicht mehr rein. Ja, geh mal aus dem Krieg, da steht ein Skelett. Obwohl, jetzt wird auch wieder Tag, ne? Jetzt können wir eigentlich auch so weiterspielen, ohne schlafen zu gehen.
Ja, aber ich möchte meine Taschen leer machen. Deswegen bin ich ja hier reingegangen. Du dummes Skelett, ey. Ich fick dich so bis zum Mond, ne? Ach, hier haben wir Falltüren. Okay. Ach man, mach mal was gegen das Skelett, bitte. Dann bringst du halt warum? Nee, das ich. Komm da nicht hin. Warte, ich nehme Pfeil und Bogen mit. Nein, ich mach das. Ja, komm her! Gefickt. Oh, was hier für Pfeile drin stecken in dem Block. Und da ist noch eins oder was? Boah, ich hab keinen Bock mehr. Das war gar kein, das war ich. Ja. Hier, da kriegst du was. So. Legen. Das sieht witzig aus. Jetzt können wir uns. Pfeile. Jetzt können wir uns gar nicht mehr hinlegen. Ich glaube, es ist schon Tag genug. Aber lass uns mal probieren. Nee, ich möchte jetzt erstmal meine Taschen leer machen. Boah. Warum bin ich ja hier reingegangen? Taschenfreak. Hier gebaut ist. Hier ist übrigens dieses Enchanting Book. Da haben wir da viele von. Baked Potato. Bones kommt zu. Mobs. Mensch, bin ich gut. Da fällt mir doch ein. Wir hatten da doch noch so Bäume, die nicht so wachsen wollten, wie ich das wollte. Okay. Und deshalb werden jetzt mal wieder abgerissen. Hier liegen nochmal Klamotten rum. Warum liegen denn hier Klamotten rum? Ja, das sind meine gebrauchten. Mhm. Ich möchte nicht deine gebrauchten Klamotten anziehen. Ich auch nicht. Ich nehme jetzt mal einen Eimer und ich mache uns hier mal so ein kleines Vernichtungsfeuerchen hin. Vernichtungsfeuerchen? Mhm. Ach so. Ja. So, und ich schaffe den Bäumen mal Platz, dass sie hier sich entfalten können. Denn ich habe das Gefühl, dass sozusagen diese Steine sind denen im Weg. Damit Bäume wachsen. Also ich platziere da jetzt einfach mal zwei Fackeln rechts und links daneben. Ja. Und dann geht das, meinst du? Ich denke. Okay. Oak Sapling. Lass dich überraschen. Gucken wir mal, ne? So, haben wir dabei. Achso, Klinis muss ich erst mitnehmen. So. Ich bin jetzt, renn hier gerade völlig desorientiert auf dem Steg, auf dieser Veranda rum. Sehr gut. Zack. Ja, ich rüste mich auch nochmal aus, dann können wir die Folge auch langsam beenden, ne? Ja. Langsam. Mossstone. Ich glaube, das verschwende ich erstmal. Nur wofür? Nein, ich lasse es noch. Das ist, glaube ich, auch zu wertvoll, um das jetzt sinnlos zu platzieren. Das stimmt. Platziert und wieder abbaut, bleibt das dann Mossstone oder ist es dann anderes? Okay. Na gut. Dann wäre es erträglich. Jetzt können wir hier eine Brücke hinmachen, dass man hier so rüber kann. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Hier drüben auch so ein bisschen bearbeiten, dass das irgendwie. Ja, warte mal. Das hatte ich auch schon überlegt. Aber guck dir das mal von oben an und stell dir vor, da verläuft eine Brücke drüber. Ich finde, das passt da nicht so gut hin. Ich finde, das passt. Mir wäre zumindest, dass so eine flache Brücke einfach nur rüber geht. Links. Hier. Wenn man von dir, sozusagen, wenn man hier eine Brücke hinbaut, das fände ich fast besser. Oh. Also jetzt keine Brücke? So? Also auch so hier so ein flacher Übergang und da auch so einen flachen Übergang. Und das ist zu hier, voll. Das dann hier auch so ein bisschen abflachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Was für Gitterzäune hier? Mal hier hinter Gittern oder wie? Ja, da bist du prisoned. Ja, genau. Warte mal, ich präsentiere dir mal meine Idee, die ich habe, meine Vision. Dass man das hier wallt. Boah, diese Neologismen, diese Anglizismen, die man da neu schafft, finde ich immer geil. Ja. Dass man das wallt. Dass man das durchzieht, bis, weiß ich nicht, hier vielleicht. Und dass das hier. Jetzt guck doch mal auch. Ich bin doch gar nicht in der Nähe. Boah, Alter. Ich versuche gerade hier Lava zu stauen. Damit ich sie abbauen kann. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Kennst du Hard Gay? Hard Gay? Ja, verlinke ich mal. Super geil. Klingt halt Hard Gay. Ja, ist es auch.
Machen wir gleich eine Aufnahme. Ich habe so Bock, das zu gucken jetzt gerade, ne? Okay. Bist du jetzt in der Nähe wieder? Noch nicht, ich muss jetzt hier noch. Boah. Zur Strafe brauche ich das denn jetzt irgendwie zum Stehen hier. Wie kriege ich jetzt die Lava zum Stehen? Ah, ich kann mir vorstellen, wo du bist. Ich komme da mal. Ja, immer die Lava und ich möchte, dass sie steht. Ah, genau, da hängst du ab. Ja. Ich glaube, das geht nicht. Es muss gehen. Nein. Die stehende Lava ist oben. Sozusagen. Du bräuchtest nochmal einen anderen, nochmal einen Pott Lava, den du da drauf schütten müsstest. Du bräuchtest ja überhaupt eine endlose Lavaquelle. Und die haben wir da. Huch, das habe ich hier. Das war natürlich Blödsinn, da wegzubauen, aber ja. Absolut. Brauchen wir die Lava dort an dieser Stelle eigentlich? Nee, aber ich habe mich jetzt so sehr an sie gewöhnt, dass ich finde, dass wir sie ja auch da lassen können. Okay, das hätte ich jetzt einfach weggemacht. Wir können auch hier sozusagen, das wäre vielleicht nochmal eine Idee, ne? Wir können auch hier die Vernichtungsquelle reinmachen. Genau, richtig, dass man das erstmal nutzt. Ich finde das nicht optimal. Wir sollten uns noch einreihen lassen. Spätestens dann, wenn wir uns eine Schmiede bauen, dass wir dann sowas einplanen, die, glaube ich, auch seit Folge 1 geplant ist. Tja. So. Aber um uns sozusagen zum Schutz der eigenen Person, würde ich sagen, bauen wir hier nochmal was hin. So. Ja. Da so. Kobbelt er. Aber ich hätte hier gern echt, das sollte hier ein bisschen anders drunter gehen, dass man hier so einen flachen Übergang hat, dann hier rüber. Ja, warte mal. Genau. Siehst du, wo ich jetzt gerade bin? Und wenn man jetzt darüber baut. Nee, hierher. Ah, nee. Doch. Nee. Nein, guck mal, das ist viel zu viel Brücke. Das versperrt. Also ich möchte nicht diesen kleinen See, den wir hier haben, bis dahin. Ja, dann machst du mit Half Steps drüber. Nein. Ach so, was wir höchstens machen könnten, wäre, guck mal, worauf ich mich einlassen könnte, wenn wir hier die Brücke hier hinsetzen und das dann hiermit verbinden. Nee, hier. Hier mit Half-Steps einmal rüber und da drüben besser anschrägen. Also das ist nicht so gerade. Nein, auf keinen Fall mit den Half-Steps. Ach, dann mach doch, was du willst. Das wollte ich hören, dankeschön. Und damit, liebe Leute, verabschieden wir uns in die Aufnahmepause und für euch bis morgen. Jo, vielen Dank, bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.